Hallo zusammen, ich hier ist wieder heute Lan Toshi wieder für euch in Dragonflights unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Wir wollen nämlich den Great Vault aufmachen und ja, ich weiß, ich habe jetzt schon eine Weile kein Great Vault-Video mehr aufgenommen, liegt so ein bisschen dran, jetzt hier in der zweiten Season von Shadowlands, hätte ich jetzt fast gesagt, Dragonflights, so rum, wollte ich ein bisschen mehr ins Collecten gehen und habe eigentlich wenig bis kein Endgame-Content gespielt. Jetzt war ich doch ein bisschen unterwegs und ich würde sagen, wir gucken da rein, sogar mit zwei Chars. Einmal mit meinem Druid und mit meinem Evoker, aber da werden wir nachher noch reingucken. Mit dem Druid habe ich halt hier das Meta-Achievement gemacht, ne, um dementsprechend die Erfolge mitzunehmen und dann halt auch das Mount. Gibt es auch die Tage noch einen Guide zu, aber jetzt würde ich sagen, schauen wir in den Vault rein. War natürlich im Normal, heißt, da kommt jetzt nicht das Krasseste der Krassen raus. Was haben wir denn? Oh, halt, stopp, Gleichgewichtsgear will ich da jetzt natürlich nicht. Machen wir mal Tank rein. Heißt, das ist jetzt im Anführungszeichen nur Normal-Gear, aber mein Gear ist eh noch auf einem relativ niedrigen Stand, deswegen könnte es sogar sein, dass es hier ein Upgrade gibt. Das ist das Trinket, was so viel Damage macht. Das ist aber schon interessant. Jetzt muss ich mal gucken. Oder Schultern. Könnte natürlich auch ein Set mitnehmen, ne? Das ist jetzt die Frage. 400.000 Damage ist natürlich schon nice. Also da kannst du echt nichts sagen. Habe ich denn? Ich habe, glaube ich, schon irgendwo. Was habe ich denn gekriegt? Eine Brust habe ich. Was hatten die für ein Stats drauf? Die hätte auch Versa drauf, ne? Die Schulter. Wobei, das Set kann ich bald eh komplett umwandeln, ne? Ach komm, was? Ich nehme. Warte mal, was habe ich denn da für Trinkets aktuell? Die beiden. Komm, ich nehme das Set mit Scheiß drauf. Da kriege ich auch einen T-Mock. Das Trinket ist zwar auch nicht schlecht, ne, aber wir nehmen das Set diesmal. Dann habe ich das T-Mog und gut ist. Und dann schauen wir gleich noch auf den Evoker. Kann ich das vielleicht auch mal anlegen, die zwei Sachen? Ah, ein T-Mog. So, also. Wait, hatte ich die Schultern schon? Ach ne, okay, ich war jetzt gerade kurz verwirrt. Okay, dann können wir die beiden schon mal anlegen. Dann habe ich zumindest schon mal ein Zweier-Set. Wenn ich noch ein paar Sachen aus der Season kriege, dann kann ich mir die im Katalysator auch umwandeln. Aber jetzt soweit. Gut, das würde ich jetzt sagen. Tun wir mal noch hier speichern unter meinen M-Plus-Gear. Ich spiele zwar aktuell kein M-Plus, aber vielleicht im Laufe der Season werde ich bestimmt noch was machen. Gut, okay, dann haben wir jetzt da das Zweier-Set und vom anderen habe ich jetzt das Zweier-Set an. Also gut equipped ist der Charles nicht, ne? Aber ein bisschen T-Mock haben wir mitgenommen. Dann würde ich sagen, schauen wir, obwohl, das schmeiße ich mal auf die Bank. Vielleicht kann ich es nochmal für irgendwas brauchen. Wahrscheinlich auch da nicht, aber man weiß ja nie. Einmal auf die Bank drauf und dann switchen wir noch auf meinen Evoker. Und zwar war ich da auch normal komplett durch, weil ich die Ding haben wollte. Dieses Legendary-Item vom Endboss. Ich spoilere jetzt mal an der Stelle, es ist nicht gedroppt. Ich muss da vielleicht doch das ein oder andere Mal durch, aber ja gut, so ist das halt leider. So, Dollar. Also, auf dem Evoker bin ich weitergelockt. Jetzt gucken wir auch mal hier in den Vault rein. Der hat auch kein besonders gutes Gear. Also, ich kann euch mal zeigen, 407 hat der. Wobei der, nee, das ist ein altes Set. Der hat auch schon hier ein paar Teile an. Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Ist das das neue Set? Ja, ne? Weil ich habe in dem Raid ein paar Sachen gekriegt. Ja, für 24, das ist das neue Set. Ich habe keine Ahnung vom Evoker. Dementsprechend habe ich den auch gespielt. Aber mir geht es ja eigentlich nur um das Mock, beziehungsweise um die Legendary. Was haben wir denn jetzt hier? Also ich habe einen einhändigen Streitkolben drin. Den kann ich aber ziemlich knicken, weil ich habe eigentlich schon was Besseres gecraftetes an. Dann habe ich einen Stab drin. Und ich hätte eine Taille. Naja, ich sag mal so, von der Taille brauche ich den T-Mog noch und das wird das Item-Level erhöhen. Komm, nehmen wir die Taille mit. Ich hätte jetzt gehofft, dass vielleicht noch ein Tierset-Item drin ist, ne? Aber leider nein. Ich habe mir mal, um die ganzen T-Mogs zu bekommen, quasi hier ein paar Sachen gecraftet mit meinen ganzen Twinks. Und ja, schadet ja nicht zum Anlegen, ne? Gut, dann haben wir da nochmal ein kleines Upgrade. Und ja, jetzt ist der Char halt 409 equipped. Mal gucken, ich werde die Tage bestimmt nochmal mit dem in den Raid reinschauen. Und eventuell kriege ich dann mal die Legendary-Waffe. Dann kann ich die auch weghauen.
Gut, das war es eigentlich mit dem kleinen Opening. Mal gucken, ob ich die nächsten Wochen auch mal wieder ein bisschen was im Vault habe. Vielleicht mache ich ein bisschen Endgame. Muss ich mal schauen, je nachdem, wie ich Zeit finde. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Tila. Bis dahin. Ciao.